Manchmal ist es schwer, eine beste Freundin zu finden. Hey, hier bin ich. Was für eine tolle Überraschung. In ein paar Stunden sind wir am Strand. Hat jeder seine Strandsachen dabei und Wasser für die Reise? Warte, kann ich vorne sitzen? Sorry, aber er ist mein Freund. Ihr werdet so etwas nie von eurer besten Freundin hören. Ich muss also hinten sitzen. Oh ja, setz dich nach hinten. Okay, seid ihr bereit? Na dann los. Ups, sieht so aus, als hätten wir jemanden vergessen. Ein Ausflug am Strand ist immer ein Highlight. Und wenn eure Freundin da ist, ist es umso schöner. Oh, heute ist es so heiß. Kannst du meinen Rücken eincremen? Natürlich. Dieser Sonnenschutz ist großartig. Auf eure beste Freundin könnt ihr euch immer verlassen. Aber ihr müsst auch auf der Hut sein. Ha! Hey, tolle Bräune! Was hast du denn da gemacht? Haha! Es ist schön, wenn mir meine beste Freundin hilft. Kannst du meinen Kaffee halten? Kannst du das wegwerfen? Oh klar, kannst du mir meinen Kaffee wiedergeben? Was? Mein Kaffee! Oh, ich dachte, du wolltest den nicht mehr trinken. Ups, tut mir leid. Freundschaften werden auch oft getestet. Stellt euch vor, ihr beide geht spazieren und plötzlich erscheint er. Oh Gott, siehst du diesen Typ? Du musst ihn kennenlernen. Nein, er gehört dir. Du kannst ihn kennenlernen. Nein, ihr beide würdet super gut zusammenpassen. Oh nein, du lernst ihn kennen. Na los. Naja, ich glaube, niemand bekommt ihn. Und das passiert, wenn beste Freundinnen einen Kerl sehen. Das ist ein cooler Typ. Ziel erfasst. Er gehört mir. Nur über meine Leiche. Oh, wag es nicht. Achtung, fertig, los. Das ist Krieg. Und alles ist erlaubt. Oh, sieh mal. Das ist ein Schlussverkauf. Wo? Oh, du, komm her. Was ist das denn? Eine Zombie-Apokalypse? Ich verschwinde lieber. Sie will mit einer Freundin spazieren gehen. Cindy, komm raus! Sorry, ich kann heute nicht. Ich habe Hausarrest. Oh, schade. Na schön, wir sehen uns später. Aber beste Freundinnen geben nicht so leicht auf. Hey, wie oft muss ich dich denn noch rufen? Na los, komm! Du hast Hausarrest? Oh Mann, aber ich gebe nicht auf. Hausarrest ist, wenn man nicht aus dem Haus darf. Aber niemand hat gesagt, dass ich nicht rein darf. Mach ein Seil aus deinen Klamotten und werf das Seil runter. Halt dich fest. Ich bin fast da. Ja, wir sind wieder zusammen. Wahre Freundinnen sind nicht sauer, wenn sie dasselbe Outfit auf der Party tragen. Hauptsache, wir haben Spaß. Wenn ihr auf Instagram beliebt sein möchtet, dürft ihr eure Follower nicht lange warten lassen. Dieser Ort ist perfekt für neue Fotos. Geh näher an das Wasser ran, neig den Kopf und zieh deinen Bauch ein. Ja, tolles Foto! Und so machen die besten Freunde ein Fotoshooting. Geh zum Wasser und setz dich. 1, 2, 3. Hier kommt der Vogel. Ein Wasservogel. Jetzt kannst du ein Foto machen. Die Bilder sind großartig. Oh, jetzt sind meine Shorts nass, du Monster. In einer Beziehung sind ernsthafte Gespräche auch wichtig. Oh, meine Freundin ruft an. Sorry, ich bin verabredet. Ich rufe dich zurück. Also, was hast du gesagt? Aber jetzt ruft meine beste Freundin an. Das ist ihr Kontaktfoto. Hey, echt? Das ist so cool. Als ich diesen Lippenstift sah, dachte ich sofort an dich.
zum Strand gehen? Natürlich komme ich mit. Wie viel redet dieses Mädchen denn? Ja, ich komme gleich. Sieht so aus, als hätte Cindy nicht bemerkt, dass Maike noch da ist. Ich habe heute einen leckeren Salat gegessen. Du solltest auch mal einen essen. Typveränderungen verlaufen nicht immer reibungslos. Wow, eine neue Frisur? Steht dir sehr gut. Echt? Vielleicht sollte ich den Look auch mal ausprobieren. Und nur eine beste Freundin wird euch die Wahrheit sagen. Oh, das sieht schrecklich aus. Was hast du gemacht? Das ist ein Albtraum. Du siehst aus wie meine Nachbarin. Und sie ist 85. Hey, hör auf, das reicht langsam. Wie, die Frisur gefällt dir? Das kann echt nicht wahr sein. Ja, ich wollte schon immer kurze Haare. Und ich wollte schon immer so ein Shirt. Du bist echt verrückt. Ach, komm schon. Trennungen sind immer schmerzhaft. Da möchte man auch nicht allein bleiben. Sie will sofort mit ihrer Freundin sprechen. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, was? Was meinst du mit, ich kann jetzt nicht? Hallo? Aber eure beste Freundin ist ganz anders. Komm, Kopf hoch. Wir zeigen's dem. Das wird er niemals vergessen. Ich werde ihn dafür bestrafen, dass er meine Freundin verletzt hat. Wir werden alles mit Toilettenpapier einwickeln. Nimm das! Ups, schnell! Lass uns von hier verschwinden! Das ist für Cindy, du Idiot! Wer mag es nicht, bei seiner Freundin zu übernachten? Okay, Zeit fürs Bett. Ich darf in dein Bett schlafen? Natürlich, du bist mein Gast. Und wo wirst du schlafen? Ich schlafe auf dem Boden. Aber beste Freundinnen handeln anders. Hey, was machst du? Na los, wir beide passen ins Bett. Streitet euch aber nicht. Nein, ich warte nur, bis sie einschläft. Und ich werde sie vorsichtig auf den Boden werfen. Süße Träume. Meine Freundin hat heute Geburtstag. Hey, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe Süßigkeiten und Champagner für dich. Überraschung. Das würde eure beste Freundin machen. Ich bin dein Geschenk. Und das ist noch nicht alles. Ja, dieser Typ hier wird heute Abend für dich tanzen. Ich habe immer schon von so einer Party geträumt. Danke. Dafür sind Freunde ja da. Viel Spaß. Heute ist dein Tag. Da hat wohl jemand Hunger. Ich liebe Wurst-Käse-Sandwiches. Oh, meine Freundin ist schon da. Jetzt will sie bestimmt auch was abhaben. Das riecht aber gut. Wollen wir teilen? Ja, klar. Ich werde den Käse und die Wurst halbieren. Bedien dich. Oh, danke. Ja, schmeckt echt gut. Ich habe noch nie so dünne Scheiben gesehen. Wenn ihr krank seid, kann euch nur FaceTime mit eurer Freundin aufmuntern. Hey, ich bin leider total erkältet. Echt? Klingt gar nicht gut. Ich kann aber nicht über FaceTime angesteckt werden, oder? Naja, ruf mich an, wenn es dir besser geht. Aber eure beste Freundin hat keine Angst. Nein, nein, du kannst mir keinen Kuss geben. Ich bin ansteckend. Ach, komm schon. Ich habe dir etwas Obst und was zum Lesen mitgebracht. Oh, danke. Ich habe dich aber gewarnt. Es macht aber mehr Spaß, zusammen krank zu sein. Zumindest kann man eine Nasenschleim-Challenge veranstalten. Ich glaube, wir werden den Weltrekord brechen. Wenn es etwas gibt, das diese Mädchen mehr mögen als einkaufen und telefonieren, dann ist es etwas Süßes. Lecker. Ein Stück Torte. Lecker, lecker. Möchtest du mal probieren? Naja, davon hast du ja schon gegessen. Auch wenn es meine Freundin ist, aber nein. Und wie würde eure beste Freundin reagieren? Blitzschnell. Es ist nicht nötig, ein zweites Mal zu fragen. Lecker. Beste Freundinnen finden es überhaupt nicht eklig. Wir sind praktisch Schwestern. Oh, wir könnten Karies bekommen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Oh ja. Kommen euch auch diese Situationen bekannt vor? Habt ihr auch eine beste Freundin? Wenn ja, wie heißt sie? Schreibt es uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da.
drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.